Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Heute backe ich mal wieder einen Kleinkuchen in meiner Lieblingsgröße mit meiner 20er Springform. Also ein Kuchen für die Kleinhaushalte. Ich habe euch nicht vergessen. Es wird ein gedeckter Apfelkuchen, denn ich habe gemerkt, dass meine Apfelkuchen bei euch sehr gut ankommen. Und weil mein Apfelbaum noch voller Äpfel hängt. Wollt ihr mal sehen? So klein und verwachsen und trotzdem voller Äpfel. Schaut euch mal diesen Zweig an. Hört ihr das auch? Die wollen alle noch in einen Apfelkuchen. Wollt ihr überhaupt noch nach dem heutigen einen weiteren Apfelkuchen von mir sehen? Also ich könnte noch einen mit Apfelmus machen oder einen Bratapfelkuchen oder schreibt nur einfach in die Kommentare, welchen Kuchen ihr noch von mir sehen wollt. Aber jetzt gehen wir erstmal rein und machen weiter. Doch bevor wir anfangen, abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keines der nächsten Videos verpasst. Für den Mürbeteig brauchen wir 250 Gramm Mehl, 50 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 170 Gramm kalte Butter und 3 Esslöffel kaltes Wasser. Jetzt kommen die Zutaten alle in eine Schüssel. Zuerst das Mehl, dann der Zucker, das Salz. Die Sachen werden kurz miteinander verrührt. Jetzt kommt die Butter rein, die habe ich schon mal klein geschnitten, weil die sich so viel leichter verarbeiten lässt. Der Mürbeteig ist ja ein Kneteig, deswegen knete ich jetzt mit den Händen weiter. Jetzt kommt noch ein bisschen Wasser dazu. Mein Teig ist jetzt gut durchgeknetet. Der kommt jetzt in eine Frischfolie und dann für 30 Minuten in den Kühlschrank. Minuten sind jetzt um. Ich werde mal den Teig rausholen. Ich steche mir jetzt hier ein Stück von dem Teig ab und forme daraus den Deckel. Achte darauf, dass der Deckel nicht zu dick wird. Mein Deckel ist jetzt fertig. Normalerweise kommen jetzt hier noch Löcher rein, damit nachher die heiße Luft beim Backen entweichen kann. Aber ich mache nicht nur einfach Löcher rein, ich möchte, dass es schick aussieht und nehme dafür diese kleine Ausstechform. Den ausgestochenen Teig nehme ich jetzt raus. Und kann ihn nachher noch als Deko benutzen. Jetzt nehme ich den Tortenring ab. Jetzt kommt das Ganze hier auf den Tortenretter. Und nochmal in den Kühlschrank. Jetzt werde ich den Rand mit Fett einstreichen und mit Mehl bestäuben, damit uns der Teig nachher nicht festklebt. Das Unterteil werde ich nachher mit einem Backpapier auslegen. So, ich denke, dass ich jetzt alles getroffen habe. Als nächstes lege ich dann unser Backpapier rein. Und hier kommt jetzt unser Teig rein und den drücken wir dann schön fest. Wir müssen noch einen Rand formen. In den Teig steche ich jetzt mit der Gabel noch ein paar Löcher, damit er beim Backen gleichmäßig aufgeht. Doch zuvor muss er nochmal in den Kühlschrank. Ich bereite jetzt die Apfelfüllung vor und dafür brauchen wir Folgendes. 1,5 Esslöffel Zitrone, 3 Esslöffel Zucker,
einen gestrichenen Esslöffel Speisestärke, einen Teelöffel Zimt und 650 Gramm Äpfel. Ich werde jetzt den Apfel schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. So, jetzt kommt noch die Zitrone hier oben drüber. Dann kommt der Zimt in den Zucker, wird miteinander verrührt. Die Speisestärke dazu. Und dann kommt alles über die Äpfel. Und schön verrühren. Ich habe den Teig jetzt aus dem Kühlschrank genommen und bevor wir die Äpfel reinfüllen, kommt noch das Sahnesteif oben rauf, damit der Teig nicht durchweicht. Der Zimt riecht vielleicht lecker. Und jetzt lege ich unseren Deckel drauf. Ich ziehe jetzt die Folie vorsichtig ab und dann drücke ich noch die Ränder an. Jetzt, wo wir den Deckel angedrückt haben, können wir noch die Deko auflegen. Jetzt kommt der Kuchen bei 200 Grad für circa eine Stunde in den vorgeheizten Ofen. Der Kuchen ist jetzt fertig gebacken. Wie ihr seht, liegt hier eine Folie drauf. Die habe ich nach 14 Minuten draufgelegt, damit der Kuchen nicht so dunkel wird. Und so sieht er jetzt aus. Den lassen wir jetzt abkühlen. Den lassen wir jetzt abkühlen. Ja, und jetzt ist er abgekühlt und jetzt schneide ich ihn an. Die ausgestochenen Löcher sind schön in Form geblieben, aber der ausgestochene Teig, den wir oben drauf gelegt haben, kommt leider nicht so gut zur Geltung, denn die Decke hat sich den Äpfeln angepasst. Bei einem glatten Teig wäre das anders. Das ist mein gedeckter Apfelkuchen mit einer saftigen Apfelfüllung. Das Rezept findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Unter diesem Video habe ich diesmal die Mengen für die 20er und für die 26er angegeben. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Bis dahin, tschüss!